Also wir auf coole Art mit den Feuer Inferno da, was auch immer wie es hieß. So, Dins Feuer irgendwie was. So, jetzt gibt's eine Kiste. Hey! Ich hab nicht gesagt, es ist noch. Ach, scheiß drauf. Link ist halt so wie er ist. Macht nichts draus. Ist halt immer so. So, jetzt haben wir noch eine Spinne gekriegt. Ich hoffe, hier ist noch ein bisschen Erfahrung drin. Grüne Fläschchen brauchen wir. Nämlich. Wenn nicht, dann muss ich doch das, dieses Ding aufbrauchen, das wir hier gekauft haben bei diesen Typen da. Ne, bei diesen Deko-Typen da. Ja, cool. Gut, dann reicht das wohl. Und wir haben eine Fee gefunden. Ach halt, wir haben keinen Platz. Okay, macht nichts, brauchen wir nicht. Wir sind nur verwenden. Wo ist sie denn hin? Ach da. Komm her! So. Und was befindet sich hier in der Kiste? Bestimmt Geld, ne? Yay! Wir können nicht mehr tragen. Obwohl ich schon alles fast ausgegeben hatte. Nun gut, wir geben uns wieder hinauf. Und Link trägt einen Gürtel unter seinen Gewand. So. Vielleicht hört man das schon. Wir müssen nämlich was folgen. Und zwar ein Geist. Das habe ich schon verraten. Ich bin so ein Arschloch. So. Jene mit dem Augen der Wahrheit wird ein hilfsbereiter Phantom dich zum Geistertempel führen. Da ist er. Den rechten Weg, den zeige ich dir. Denn du hast dafür kein Gespür. Nun flott und folge mir sehr dicht. Alleine überlebst du die nicht. Sonst finde ich es interessant, weil er immer verschiedene Kurse nimmt. Aber er führt uns wirklich dorthin. Was ich eine tolle Idee finde, dass man einem Geist folgen muss. Och nö. Aber ein paar Gegner müssen sein. Ist aber nicht schlimm. Ach so, das Geld drin. Das haben wir Zeit vertrödelt. Aber ich finde das Phantom nett irgendwie. Das ist der einzige Geist, den ich mag in diesem Spiel. Ist ja auch mal ein endlich mal nettes Phantom, finde ich. Das ist übrigens dann ehrlich, ne? Scheiße, wo ist es hin? Ach, da. Ich würde mal wissen, was passiert, wenn man es erschießt. Das will ich jetzt mal wissen. Ich will es nur einmal ausprobieren, was passiert. Komm her, komm her, komm her. Ach so, du kannst es nicht erschießen, oder wie? Nö, kannst du nicht. Schade. Ich würde gerne mal wissen, was passiert wäre. Wenn man ihn erschießen hat, schießen könnte. Und so, wir haben es geschafft. Wüstenkoloss. Endlich. Und während dieser kleinen Show müssten wir noch... ich hasse diese Dinger! Und von denen gibt es leider nicht genug. Stirbt! Boah. Und da kommen die nächsten. Deswegen sage ich ja, das bringt nichts, sie umzubringen. Und da sind auch diese netten kleinen Vögelchen wieder. Ich weiß nicht, wie die hier überleben, aber es ist eine Wurst. Und die sind auch einen kleinen Spalt, ne? Und darin befindet sich nämlich was. Und wir haben mich weit genug beworfen, was schade ist. So. Von denen kommen leider nicht genug von diesen Viechern. Ja. Und hier ist die Feenquelle. Ich glaube, das ist die letzte Fee, die uns noch fehlt. Nein, es kommt noch eine. Eine kommt noch. Aber die können wir noch nicht erreichen. So. Nein, das war falsch rum. So. Sei das Wiegenlied. Da kommt sie. Die letzte Fee.
Hallo, mein süßer Turexe. Ich bin die Fee der Magie. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich. Bitte nimm ihn an. Nimm ihn an. Aber ich kann... Ey, ich hab kein Wahlrecht. Was soll der Scheiß? Ich will nicht. Das ist da. Ich will es nicht haben. Egal. So. Link wird gezwungen, diesen Gegenstand anzunehmen. Nairus, Umarmung. Setze diese kraftvolle magische Schutzaura ein, mit C ein. Nairus, Umarmung kannst du nur für begrenzte Zeit nutzen. Wende diesen Zauber also mit Bedacht ein. Bitte, bist du von diesem Kampf erschöpft? Besuch mich einfach wieder. Und das werden wir nie, 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 niemals tun. Bitch. So. Erstmal ausschalten hier, ne? Ach man, von denen gibt's leider nicht genug. Die kommen immer wieder, ey, diese Viecher. Die hasse ich hier. Da ist der nächste, da kommt noch einer. Und... Da war eine Spinne, was scheiß drauf. Oder? Doch, nee. Wie war das Song? Nein! Was soll der Scheiß? Zalias Lied. Willst du mit Zalia sprechen? Nein. Willst du dann mit mir sprechen? Nein. Wie kommt sie denn darauf, dass sie mit ihr sprechen will? So, Mach die Nacht zum Tag. Ja, das ist rum. Tag zur Nacht, ja. Und schon wird's wieder Nacht. Unglaublicherweise. Schnell die Spinne. Wo ist sie? Ach man, hier gibt's echt zu viele von diesen blöden Viechern! Oh, sie sitzt da ganz oben, ja super. Erstens haben wir so ein blödes Teilproblem hier. Oh! Stirbt! Jetzt aber schnell. Was? Oh! Ach stimmt, einmal genug von dem... Oh! Widerliche Sandkiller. Wie nett. Hab ich total vergessen, wenn man so viele besiegt von denen, dann kommt ein großer. Ich hab gedacht, was ist nun los? Ich hab Todesangst gekriegt. Hey, komm. Danke. Wir sind schon halb versunken, aber macht nichts. Link kämpft sich wieder raus aus dem Treibsand. So, wir finden uns jetzt hier drin. In dieser Wüste. Also wir sind jetzt hier schon da. Und seitdem wir den König besiegt haben, kommt der... Oh, ich hab's erwähnt, also warum sollten die Dinger jetzt nicht mehr kommen, ne? Das war irgendwie klar. Blöde Sandkiller. Hier oben können sie mir nichts anhaben. So, ich begebe mich nun in diesen Tempel, aus dem Grunde, weil wir dann speichern können und dann hier nochmal starten können. Geist der Tempel! Ja, und den Geist der Tempel werden wir im nächsten Part machen. Deshalb sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Um mal sicher zu gehen, passt auf. B. Spielstand gesichert. Super. Gut, und ich verabschiede mich und wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss.